Wer in das Bauerndreieck Sellen, Hollig, Wettringen fährt, entdeckt auf dem Hof Greife noch einen alten Steinbackofen, in dem für den Selbstgebrauch noch Brot gebacken wird. Wir, das Team von Steinfurt TV, sind keine Frühaufsteher, aber um den Aspekt der Brauchtumspflege, Brotbacken wie früher zu erleben, dafür sind wir gerne um 5 Uhr aufgestanden. Der Tag auf dem Hof Greife beginnt um 6 Uhr mit dem Anheizen des Ofens. Es verspricht, ein erlebnisreicher und informativer Tag zu werden. Als wir den Backraum betreten, fällt uns der Backofen sofort ins Auge. Was diesen alten Steinbackofen seit Jahrhunderten auszeichnet, ist die gleichmäßige Verteilung der Wärme im gesamten Backraum, welches für ein unübertroffenes Backergebnis sorgt. Der Steinbackofen, der aus massiven Steinen gemauert wurde, damit er die Backtemperatur lange halten kann, wird ausschließlich mit Buchenholz beheizt. Frau Greife, die haben uns sehr früh aus dem Bett geholt, weil sie sagten, nach 6 Fangen haben wir das meiste schon erledigt. Weißt du nicht, aber ich fange langsam an. Langsam. Also das ist hier jetzt der schöne alte Backofen auf dem Hof Greife. Können Sie uns mal kurz schildern, wie das geht? Der Ofen wird jetzt angeheizt. Ich nehme an, der Teig ist schon vorbereitet. Nein, habe ich noch nicht. Das muss ich gleich machen. Ach, weil das ja ein paar Stunden dauert, bis das der Ofen heiß ist. Ein paar Stunden? Ja. Ach so. Also mit drei Stunden rechne ich. Ja, ja. Na gut, also das Feuer ist jetzt so angebrannt auf Anhieb. Ich weiß nicht, wie oft Sie backen. Allmählich haben Sie Ihre Erfahrung. Ja, ich backe lieber mal, ja, damit man da nicht rauskommt, wenn man das lange nicht gemacht hat. Ja. Ja, dann klappt das eben nicht. Ich möchte das Alte erhalten, wenigstens ein bisschen erhalten, deswegen backe ich auch so ab und zu mal. Ja, Frau Greibel, Sie haben ja auch eine Tochter. Ja. Würde sie theoretisch das schaffen, das Brot zu backen, oder ist sie damit überfordert? Von heute auf morgen, nein. Brot, den Teig herstellen, ja, aber nicht das Heizen. Ja, ihr Mann hat damals sicher zuerst mal helfend im Hintergrund gestanden. Ich muss dazu sagen, meine Mutter lebte damals noch. Ja. Aber sie war damals auch jahrelang raus. Ah, und das erste Mal so, ist es auch in die Hose gegangen, sind so schwarz geworden. Und das zweite Mal waren sie nicht geil. Und dritte Mal, da funktioniert es. Ja, ja. Also meine Mutter wusste es auch nicht mehr genau. Aber wenn man fängt ihn dann nicht mehr so viel, wie heiß der Ofen tatsächlich ist. Das ist das Lehrgeld, was sie erstmal bezahlen mussten. Ne? Ja. Nach einem alten Sprichwort. Auf die Frage, ob ihr schon einmal etwas angebrannt ist, schmunzelt sie nur. Inzwischen ist es hell geworden. Den Teig haben Sie inzwischen gemacht. Ja. Und wird jetzt bestreut mit Mehl. Das ist, wenn der Teig nicht an der Decke festgelegt. Ja. Ja. Sonst etwas
seitwärts hier im Nebenraum eine etwas eigenartige Maschine, die man normal nicht auf einem Bauernhof findet. Nein, absolut nicht. Kannst du dir mal zeigen? Ja, jetzt sind wir mal gespannt, was das ist. Aha, das ist also... Sie sehen, das ist eine Gröschenteilmaschine. Da kommt erst der Teig flach reingedrückt, ja. Der Deckel ist zugemacht und wird hochgedrückt und dann teilt sich das. Achso, da kann man die fertig geteilt. Dann wird das runtergezogen, dann kann man die einzelnen Stücke rausnehmen und das Brötchen. Die egale Größe. Ja. Das ist also eine Maschine, die früher mal in einer Bäckerei gestanden hat. Ja, in Steinfurt. Und der ist ausgewandert nach Schweden. Ja. Und jetzt im Rentenalter meinte er, dass diese Maschine wieder nach Steinfurt müsste. Ach so, wo hat die denn jetzt in der Zwischenzeit gestanden? Die war schon in Schweden. Ja, 10 Jahre. Ach, das ist aber toll. Aus Anhänglichkeit zum Steinfurt sagte, ja. Da wurde die früher eingesetzt, da soll sie auch wieder hin. Schön. Herr Reibe, wo Sie jetzt hier bei den Geräten sind. Ich habe den Verdacht, dieses Teil hier, der hängt normal über dem Herdfeuer. Richtig. Ist nicht vollständig, da wird so eine Art Säge zu, wo man es aufhängen kann. Wie sagt man Hole? Ja, ich weiß gerade, wie man es heute nennt. Hole. Ja. Das ist also dieses etwas sägenartige Gebilde, was über dem Herdfeuer hängt. Wo man es einhängen kann. Und da kann man die Höhe verstellen. Also richtig. Damit den Hitzegrad, ja. Hier, ich sehe, wo hier wird die Pfanne reingeschoben. Also, ja, ich darf das vielleicht mal einmal abnehmen. Ja, hier werden wir die Pfanne reingeschoben oder auch, ich nehme mal Köpfe draufgestellt. Köpfe sicherlich auch. Im Ofen normaler Herd war. Zu meiner Zeit geboren gab es schon lange elektrisches Licht. Ja, gut. Sie haben überhaupt hier noch Geräte, die man auch selten noch findet. Beispielsweise drüben an der Stirnwand. Das ist eine, vielleicht erklären Sie es mal. Ja, das ist eine Walze, vermutlich nach dem Flügen eingesetzt worden. Aus der Zeit, wo es noch Pferde gab, nur keine Schlepper. Ah ja. Ich kann man so Pferd vor. Und der Grund war, dass. Das fischgeflügelte Land zu festigen. Ah, wurde die Erde verdichtet. Ja, die finden schon irgendwie einen Platz, ne? Ja. Und wenn ich immer so was finde, dann kommt sie hin. Achso, das gibt es immer noch. Das hier irgendwo hier am Hof. Ja, und meistens habe ich noch nur gekannt. Ja. Das ist also hauptsächlich dieses Gebäude und hinten, wo die Kellgebäude sind. Das sind die wohl die ältesten Gebäude. Also, ja, wo Sie so schön am Kneten sind. Wie groß ist Ihr Hof an, wenn wir mal sagen, an Familienmitglieder? Sie haben wie viele Kinder? Drei Kinder haben wir. Drei. Und zwei Jungs und ein Mädchen. Und fangen wir mal mit den Jungs an. Einer von den Jungen ist der Hoferbe. Ja, oder soll es werden. Ja. Der Älteste. Voraussetzung ist ja, dass er Lust und Liebe hat, die Landwirtschaft zu übernehmen. Ist jetzt so. Ja, hier. Und eine Tochter, die ist zurzeit nicht im Hause. Nein. Ist im Moment in Neuseeland. In Neuseeland. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Für ein halbes Jahr? Ja, für ein halbes Jahr. Das heißt es so, die da arbeiten und reisen. Aber eine Tochter heute in Neuseeland für ein halbes Jahr? Ja. Die wird mit reichen Erfahrungen dann wieder zurückkommen. Oh ja, das nehme ich auch an. Das ist ja wie stehen Sie mit Ihrer Verbindung nur postalisch? Telefonisch, das klappt. Ja, oder auch Internet. Was? Internet, ja. Internet ist ja heute gar nicht mehr wegzudenken.
So, jetzt. Wir wollen ein bisschen verteilen. Wird das. Ja, wir warten jetzt, bis das noch ein bisschen ausgeglüht ist. Und dann machen wir den Ofen sauber, schieben die Asche nach vorne raus. Und dann gehen wir mit dem Aufnehmer rein und wischen aus. Ach so. Wie dann rein ist. Ja. Und dann probieren wir aus, ob der Ofen heiß genug ist. Dann schmeiße ich eine Handvoll Mehl da rein. Und wenn das Mehl langsam braun wird, dann ist er passend. Ach, das ist auch nochmal ein Indikator. Ja, und wenn es schnell braun wird, dann ist es zu heiß. Dann müssen wir warten. Ach so. Das heißt, es muss manchmal sehr schnell gehen und manchmal müssen Sie auch Geduld aufbringen. Ja, manchmal sitzt man hier eine halbe Stunde vor und wartet. Ja? Ja. Also. Und dann sitzen Sie hier und sind am Stricken oder? Nein, wir unterhalten uns. Also. Ja, das ist ja auch schön. Nein, denn eine andere Arbeit dann nachgehen, das geht nicht. Da muss man doch ein bisschen. Ja, verpasst man den Zeitpunkt, dann geht er ruckzuck. Ja, ja. Also, es kommt dann auch wirklich genau darauf an. Ja. Ja. Nicht da einige Minuten zu versorgen. Nein, wenn das dann 10 Minuten später ist, das kann nur sein, was Sie dann nicht geil. Wenn ich jetzt hier sehe, dass wir haben ein normales Brot auf dem Tisch liegen und das andere ist Gerippen- oder Rosinenbrot. Ja. Das machen Sie, wenn Sie backen, so ungefähr 50 zu 50. Ja. Ja. Wurde das Rosinenbrot früher wahrscheinlich nur zu besonderen Gelegenheiten, Festtagen angerichtet? Ja. Und das war das normale Brot. In welchem Abstand hat man das früher gebacken? Einmal die Woche. Einmal die Woche? Ja. Und man hat mir mal erzählt, um diese Brote damals frisch zu halten, wurde in Rom oder in Gerste eingepackt. Also wegen Getreide. Also in Getreidekörner? Ja. Und das dann frisch und länger haltbar. Ach, so. Da haben wir man kann ja keine Gefriertruhe oder Kühlschrank, das gab es halt nicht. Ja. Das erinnert so etwas an das Konservieren von Obst über den Winter. Ja. Ja, man sieht hier, es ist an Rosinen nicht gespart worden. Also in Burgstaffurt wurde das normale Brot in der Regel mit Mettwurst oder Schinken belegt. Und in Wettringen gibt es eine Eigenheit, die haben sogar Schinken auf Rosinenbrot. Ach, höre ich zum ersten Mal. Ja, in Burgstaffurt ist das nicht bekannt. Aber wo Sie gerade sagen, Wettringen. Ihr Hof liegt praktisch in einer Drei-Länder-Zone. Ja, Drei-Länder-Eck, hätte ich noch gesagt. Ja. Also einmal Hollig, hier 50 Meter weit hinter der A. 50 Meter weit? Ja, nicht mal. Liegt die A, geht direkt dahinter her. Ja. Hier sind wir in Sölln. Und dann vielleicht noch 300 Meter weiter fängt Wettringen an. Und das ist hier auch die alte Schnertgrenze von früher. Hier, man sieht das schön altes Mauerwerk. Hier ist später mal die Wand erneuert worden, weil zur A-Seite das Gefälle etwas. Ich vermute, dass hier für einen Ofen vorher gestanden hat, und zwar in dieser Richtung. Hauptsache, weil hier auch der Holzbalken fehlt. Ach so, ja. Und dann ist er wahrscheinlich irgendwann mal mit der Abend, als die Böschung abgesackt ist, oder ist der Ofen wahrscheinlich später mal seitlich angebaut worden. Also die A, muss ich sagen, ich genieße das. Die A hat ja noch ihren ursprünglichen, natürlichen Verlauf auf zu beiden Seiten der Wettringer Straße hier. Ja, bis fast zur Wettringer Grenze ist die Eigentumsbestand. Ach ja. Ja, das ist in den meisten Fällen ist es schon hier nur wieder reguliert. Ja, ja. Wir haben auch, ach, morgen. Herr Greime Junior, sehr schön, dass wir Sie auch mal hier begrüßen können. Ja. Ja, wir sind gerade dabei, wollen das mal hier das Geschehen festhalten. Mhm, richtig. Sie sind mit allem vertraut? Ja, doch, mit dem Gröbsten. Es liegt mir nahe, auch mal persönliche Frage zu stellen. Sie kennen das jetzt, ich nehme an, Sie haben schon Ihre Augen auch auf weibliche Personen angerichtet. Ja, ein wenig. So, sind Sie in fester Hand? Nein, momentan nicht. Nein. Ja, sind Sie ja vollkommen frei noch. Ja. Weil das ja wichtig ist, dass Ihre Mutter
ihrer zukünftigen Schwiegertochter auch noch mal einiges zeigen können. Ich mit Sicherheit, ja. Ist es so. Damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Von Maschinen kennen Sie auch einiges? Ja, wir bearbeiten alles selber. Ne? Ihr Vater hat ja nun die besten Kenntnisse. Genau, richtig. Ja, man muss sagen, Herr Greibel, Sie sind praktisch, wir sprachen mal vorhin über Traktoren. Sie haben im Ganzen 5 Traktoren hier. Ja, Oldtimer eingerechnet. Mit Oldtimer, ja. Das heißt, das kommt nicht von ungefähr. Sie haben eigentlich gelernt... Ich habe Landmaschinenschlosser früher gelernt. Ja. Und daher hatte ich auch Lust und Liebe zu schleppern und auch zu restaurieren und den Schuss zu haben. Also Sie brauchen keine Fremdwerkstatt? Für die älteren Schlepper eher selten. Für die neueren kenne ich mich auch nicht mit aus. Achso, weil die ist komplizierter. Ja, wenn die komplizierter, wenn da noch was dran ist, kann ich wenig machen. Ah ja, ja, ja. Aber die Erfahrung, die normal... Die Grunderfahrungen bleiben. Die bleiben und die können Sie auch Ihren Sohn vermitteln. Ja, das ist eine Freude, hier mal zu sehen, wie das hier aussieht, wenn Brot gebacken wird. Mhm, genau, richtig. Was essen Sie lieber? Ihr eigenes Brot oder? Am liebsten das eigene Weißbrot. Ja, auf jeden Fall. Ich sagte, ich kenne das. Wir haben vorhin mal den Raum angesprochen. Das ist doch für Sie sicher interessant, auch Ihre Freunde und die Jugend aus der Bauerschaft wird sich sicher auch mal hier versammeln. Hier und wieder mal, ja, ganz bestimmt. Zum Geburtstag, wie auch immer. Dann sitzt man gerne zusammen hier. Nein, nicht, ja. Wie sitzt sich ja. Ich könnte auch hier mal ein lautes Wort sagen. Bekommt keiner mit, nein, richtig. Hier ist keiner. Oh, hier haben wir einen zweiten Gast. Der zweite Sohn des Hofes. Schön, dass Sie auch mal eben reinkommen. Muss man hier eben leuchten? Ja. Ja, also wenn es darauf ankommt, wie die ganze Familie eingespannt ist, ist einfach notwendig. Ja, also. Ja, Sie haben uns auf die richtige Beziehung. Ja, und jetzt kommt das Schwarzbrot. Das kann ich nicht zu viel sagen. Das Schwarzbrot, wurde das früher auch immer in Formen gebacken? Ja, dagegen kommt, das sind ja original alte Schwarzbrotformen. Ach so. Ja. So, jetzt können Sie wieder etwas erholen. Klappe ist gerade zugefallen. Jetzt braucht das Brot eine Garzeit von ungefähr... Eine Stunde. Ja. Wir nutzen diese Zeit, um uns weiter auf dem Hof umzusehen. Der Greivehof existiert seit 1884. Eine lange landwirtschaftliche Tradition liegt hier in der Luft. Hier nochmal die Familie vor dem Eingang zum Wohnhaus vorstellen. Das ist hier das alte Dielentor. Alt, das heißt seit 1884. Da ist dieses Haus gebaut worden, das Wohnhaus. Das eigentliche Bauernhaus stand gegenüber und ist dann abgebrochen worden. Da steht heute die Scheune. Wenn man früher hier reinging, sah man auf der rechten Seite die Kühe stehen und auf der linken Seite die Pferde. Heute haben sie sich spezialisiert auf Kälberfresseraufzucht mit anschließender Bullenmast und der Schweinemast. Ja, dafür ist der Junior zuständig. Die Mutter fürs Brot und der Vater für die Aufzucht der Ferkel. Schweinemast. Und der Bruder ist tätig in Münster, aber als praktischer Mann immer da einzusetzen, wo er in der Freizeit gerade mal eingesetzt werden kann. Das ist sehr schön. Ja, jetzt gehen wir mal
machen wir einen ganz über den Hof. Ja, können wir gerne machen. Okay. Achso, hier sind wir gerade bei dem Traktor. Ja. Traktor, das ist auch das gehört zu Ihrem Spezialgebiet. Ja. Sie sind der Mann, der am besten mit dem modernen Traktor umgehen kann. Wahrscheinlich, ja. Wir dürfen da mal rangehen. Ja, das wahrscheinlich. Also, ist ja fast gläsern. Die haben ja eine Rundumsicht. Sagen Sie mal einige Worte zum Monitor da. Ja, da haben wir nachgerüstet an dem Güllefass. Aus dem ganz einfachen Grund, weil das Fass nach hinten relativ groß ist und nur den Rückspiegel man nicht den rückwärtigen Verkehr im Auge hält. Da haben wir eine Rückfahrkamera nachinstallieren lassen. Ja, also das ist eine zusätzliche Sicherheit. Sicherheitsmaßnahme, oder? Ich muss mir nicht vorstellen. Genau, richtig, ja. Um den toten Winkel wirklich auszuschließen. Eine andere Frage, wenn Sie da sitzen, Sie fahren Sie über den Acker, können Sie noch Musik hören? Musik, Radio, alles, ja. Alles drin, ne? Ja. Ist ja wunderbar. Es kann regnen und es kann stürmen. Regnen, es kann stürmen, man ist immer sicher aufgehoben. Ja. Und man hat. Jetzt denken Sie mal an Ihren Opa. Ja, da war das der dann. Der ist noch immer hinterm Flug hinterhergelaufen. Ja. Das war eine andere Zeit. Das war eine ganz andere Zeit. Können Sie sich gar nicht vorstellen, ne? Von morgens bis abend. Wie viele Kilometer haben die an einem Tag zurückgelegt? So manche. Können Sie die? Ja, ganz also, bestimmt. Ja? Wir haben Halstransponder um und die Tiere sind mit einer Nummer versehen. Daher kann ich die Tiere schneller wiedererkennen. Ach so. Der Transponder ist dafür gut. Wir kriegen 80 Kilo Kälber, die zwischen 14 Tage und 4 Wochen alt sind. Und die werden in den ersten 6 Wochen bei uns mit Milch versorgt. Über einen Computer mit Milch versorgt. Der Computer kann die Nummer, den Transponder wiedererkennen, um dem Kalb so und so viel Milch noch zu geben. Also, in welchem Alter bekommen Sie diese? Also, ich sag mal, jüngstenfalls 14 Tage, höchstens 4 Wochen alt sind die. Die sind, wie soll man sagen, über eine Aktion haben wir die ersteigert, in überwiegend Bayern, im bayerischen Raum. Ja. Und da sind die Milcherzeuger, die zu viele Tiere haben, die verkaufen die und lassen die über eine. Also, dann das sind also. Das sind also Bayern hier, diese ja. Tiere. So. Aber sie sind praktisch voll erfasst. Ja. Was kann man denn hier mit kontrollieren? Oder? Wir haben nebenan im Raum haben wir einen Computer stehen. Und ja. Ich kann jedes Tier genau nachverfolgen, wie viel Milch es schon gesoffen hat, noch saufen muss. Ja. Oder wenn es gar nicht gekommen ist, dass ich eventuell Kontrolle mache, ob es gesundheitlich was hat, kann ich dann nachvollziehen. Achso. Wie lange haben Sie denn überhaupt? Wir haben mit dem Stall vorne kaufen wir alle 8 bis 10 Wochen 50 Tiere ein. Ja. Und gehen wir mal etwas weiter. Lazarettstall, wenn mal ein Tier mal sich verletzt oder dem es mal nicht ganz so gut geht, dann können wir hier, haben wir die Auswahlmöglichkeit, die einzelnen Tiere auf Stroh zu halten, dass sie sich wieder erholen können. Wenn so ein Maisfeld abgeerntet wird, das heißt, es wird geschnitten und dann haben Sie eine Häcksler? Ja, der Lohnrehmer kommt mit dem Drescher, nennt sich das, und die Maispflanzen werden gepflückt. Ja, es gibt so einen Pflückervorsatz und dann wird die Maispflanze abgeschnitten, wird runtergezogen und dadurch, durch das Runterziehen, bleibt der Kolben auf dem Gebiss, auf dem Dreschwerk liegen und wird eingezogen und wird dann weiter verarbeitet im Drescher. Also. Und der Mais, der wird dann über eine Mühle gemahlen und wird dann hier eingelagert. Haben die zwischendurch nochmal landwirtschaftliche Schulungen? Ich bin landwirtschaftlicher Meister. Ich habe richtig Landwirtschaft erst als Lehre 3 Jahre Lehre absolviert. Auf 3 verschiedenen Betrieben. Ja, sogar. Und dann habe ich ein Jahr Praxis gemacht über den Betriebshilfsdienst, also auch Landwirtschaft verbunden. Ja. Und dann habe ich die höhere Landbauschule in Münster besucht. Wenn man von Schweinen spricht, dann denkt man, die sehen auch so aus. Aber hier sieht es so aus, als wenn die heute Morgen noch gebadet worden wären. Die sind sauber. Dadurch, dass wir den Vollspaltenboden haben, bleiben die sauberer. Bleiben sie alle. Also der Kot, der Urin, der kann direkt abfließen. Und die reine Liegefläche, die bleibt trocken und sauber. Ja, das ist auch hier. Nackenstall zieht sich in die Ringanlage. Das heißt, das ist. Frau Greibel, jetzt sind wir mal zu weit, dass wir nach dem Ort gucken können. Ja, wir können danach gucken.
Ich merke da nicht, was ich brauche. Was ist das noch für ein Eiler? Eiker, auch aus Bayern. Auch aus Bayern. Viermal gibt es heute nicht mehr. Ist noch weit genug. Na ja, das ist doch. Ja. Glücklicherweise ist man da auch da in der Erkenntnis weiter kurz drauf vorangeschritten. Und Frau Reibel, vorhin haben Sie zunächst mal den Mehltest gemacht, um zu sehen, ob der Ofen den richtigen Hitzegrad hat. Woran erkennen Sie denn jetzt, ob das Brot jetzt fertig gebacken ist, ob es rauskam oder? Ja, Hans Jürgen nimmt gleich ein Brot raus, auch im Schieber, nehme ich den in der Hand und klopfe von oben. Und wenn sich das Brot anhört, dann ist er da. Also vorher der Sehtest. Und jetzt der Hörtest? Ja, genau. Ah. So, wenn die Geroste auf dem Tisch liegen, dann heißt das, jetzt ist die Zeit, dass die Brote rausgezogen werden. Ja. Hast du Alufolie für den Schuh? Ja, hier. Die Schwarzbrote ziehen wir als erstes raus. Die liegen ja ganz vorne. Ja. Die müssen gleich wieder drin. Genau rein. Ja, das Fenster gegenüber vom Ofen ist extra gebrochen worden, damit das Licht auf den Ofen fällt. Früher war das dunkel, aber es hat sich als praktisch erwiesen. Was Sie da jetzt abputzen, das ist das Mehl, was Sie noch vorhin auf die Schieber gestreut haben, bevor Sie reinkamen. Ja. Die waren das mal schub lassen. Das Mehl, das finden die ganz toll. So, jetzt sind sie alle raus. Dieser Schwarzbrot wird nochmal reingeschoben. Das muss dann nochmal zwei Stunden. Jetzt werden Knabber gemacht. Also Sie brennen das Brot auseinander. Daran sehen wir Knabber, das sind keine Abfallprodukte von altem Brot. So. Aber die brauchen jetzt nicht mehr so lange drin wie der Schwarzbrot. Doch, zwei Stunden lang die auch noch drin, ja? Damit die richtig hart sind. Ach so. Essen Sie denn auch noch regelmäßig Knabber? Nee. Das Knabberfrühstück war doch ein ganz normaler Essvorgang, der zum täglichen Vorgang dazugehörte. Ne? Morgens als erstes haben Sie eine Tasse Knabber genommen. Ne? Ja, das war der normale Rhythmus. Ja. Zunächst mal Knabber und später das eigentliche Frühstück. Mit Brot und Aufschnitt. Ja. So, jetzt kann das in Ruhe weiter garen. Ja. Sehen doch nicht schlecht aus, ne? Wir machen das immer so, wir dürfen jetzt hier nochmal mit am Haus und
bisschen uns umsehen, weil das wirklich ein wunderschönes Stück Natur ist. Wir können auch gleich mal eben hier an der A gehen, Lothar. Das ist ein wunderbarer Wald mit Bärlauch. Der jahrhundertalte Hof Greive ist umgeben von einer unberührten Natur. Er liegt eingebettet in Wiesen, die flach wie eine Rutschbahn in die A abfallen. Die kleine A schlängelt sich hier seit Jahrhunderten durch die münsterländische Landschaft. An seinen grünen Ufern krallt sich der Hof Greive eingerahmt vom alten Baumbestand, deren Zweige sich im klaren Ahrwasser widerspiegeln. Alle beim letzten Hochwasser sicherlich so ja, Meter bestimmt. So hoch. Zum Schluss werden wir noch in die gute Stube des Hofes geführt. Sobald man durch die Tür tritt, ist es der Duft vom frischen Kaffee, der einem sofort willkommen heißt. Die gute Stube mit offenem Herdfeuer lädt zum Plausch ein. Wir erleben Kulturgenuss pur in der guten Stube. Möbelstücke, wo keines dem anderen gleicht. Bei einer frischen Tasse Kaffee tauchen wir ein ins Münsterlandgeflüster. Frau Greive möchte ins Backhaus, um nach dem Schwarzbrot zu sehen. Wir folgen ihr. Ja.
noch die ganze Menge reingerutscht, ne? Nur die Kräfte. Ach, die Knäppeln holen sie einzeln raus? Ja. So, das sind jetzt die Knäppeln. Die dürfen Sie gleich mitnehmen. Reichlich werden wir mit frischem Brot zum Verkosten beschenkt. Bei der Besichtigung des Hofes Greive konnten wir Wissenswertes über das Brotbacken im Steinofen und einen kleinen Einblick in die Arbeit der Landwirtschaft bekommen. Besuchen und erkunden Sie das Bauerndreieck Hollich-Sellen-Wettringen. Bereuen werden Sie es nicht.